Hallihallo, liebe Freunde der Nacht und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind mal wieder in einem Dorf der verfluchten Grimm-Totems. Nichts als Ärger bereitet uns dieser abgespaltete Teil der Taurenfamilie. Einfach nur eine nervige Bande. Jedes Mal Dreck am Stecken. Ich glaube, ich habe mich nur nicht mit einem einzigen Grimm-Totem hier unterhalten, der mal nett wäre. Und obwohl man hier eigentlich vom gleichen Volk abstammt, wird direkt gegenseitig aufs Maul gehauen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, die vier Notizen haben wir auf jeden Fall. Das ist übrigens auch eine Sache hier. Es wird nicht angezeigt und da merkt man wieder mal, wie verwöhnt man noch eigentlich ist. Früher musste man sich das immer durchlesen und da wurden die Mobs, die was gedroppt haben, nicht irgendwie besonders markiert. Ja, da musste man sein Hirn anstrengen, da musste man den Questtext lesen und dann musste man einfach eins und eins zusammenfügen und nicht so, wie es jetzt ist, dass alles, was man braucht, irgendwie glitzert, blinkt oder sich sonst irgendwie bemerkbar macht. Aber da bin ich mittlerweile auch so völlig raus, dass ich total überfordert bin, wenn man mal irgendwie auch nur so ein bisschen selber denken muss, wie ihr jetzt gerade halt auch mal wieder gesehen habt. Ja, also da holt man dann direkt WoW-Head oder Buff draus. Dämliche Morastbestie. Lecko mio. Sag mal, wir mussten schon mal welche davon erledigen. Ich wollte gerade sagen, die müssen doch für irgendeine Quest hier. Müssen die doch da sein. Aber ich glaube, wir hatten schon eine Quest dazu. Ich bin mir nicht mehr sicher, was wir da machen mussten. Kröte. I don't need frogs. Ich weiß gerade gar nicht genau, was die englische Bezeichnung für Kröte ist. Kröte ist ja ungleich Frosch. Was heißt Kröte auf Englisch? Das google ich gleich mal. Bevor ich es wieder vergesse. Nicht, dass ich dann irgendwann mal irgendwo dieses Wort brauche und dann habe ich es nicht. Obwohl ich es hätte mal früher nachgucken können, es dann aber unterlassen habe aus purer Faulheit. Wisst ihr was? Den Schwarm da, den angle ich jetzt gleich nochmal kurz. Und erstmal hier execute. Zack. Execute. Und nochmal execute. Das wäre Diebstahl. So. Schauen nach. Kröte, Englisch. Und Kröte heißt Toad. Wieso wusste ich das nicht? Aber aus Mario, ich hätte Toad irgendwie eher mit Pilz in Verbindung gebracht. Also Toad, geschrieben T-O-A-D. Ne? Also wie Toad aus dem Mario-Universum. Frag mich nicht, wundert mich jetzt. Also der Begriff sagt mir was, aber ich hätte das irgendwie nicht mit Kröte in Verbindung gesetzt. So viel zu dem Thema. So, ich kann übrigens hier brüllen, das kann ich rausnehmen. I don't need it anymore. Ich glaube, die weißen Fische habe ich auch verkauft, ne? Tatsächlich. Ja, ich habe den nicht mehr drin, ich bin die losgeworden. Satan. Seidenstoffballen. Das habe ich übrigens auch schon öfter gelesen, dass es cleverer sein soll, seine Stoffe zu Ballen zu verarbeiten, weil das den Wert doch erheblich steigern würde. Aber damit habe ich mich noch nicht genau beschäftigt. Wenn ich ehrlich bin. 6 Gold. Na komm. Noch so ein Scheißkoffer. Ja, das ist jetzt übrigens gerade der schlechte Soundtrack, den ich überhaupt nicht mag. Das sind diese Kriegstrommeln, die einem irgendwie verfolgen. Wisst ihr was?
Wisst ihr was? Wo haben wir es? Nee, das ist es nicht. Ich glaube schon weg, ne? Nee, ist nicht. Was nehmen wir denn mal? Hier. Nee, machen wir nochmal ein anderes. Der ist mich auch sehr schön. Ja, passt. So. Schon viel besser. Noch ein bisschen leiser vielleicht. Ne, passt. Ja, Teldrassil ist das. Kann man auch, finde ich, immer überall hören. Na, jetzt bin ich doch noch gegengelaufen hier. Krok, mein Freund. Kein bloßer Zufall. Was konntet ihr in dem Dorf der Schwarzhufe finden? Krok betrachtet die Waffen und die Rüstung, die ihr aus dem Dorf der Schwarzhufe mitgebracht habt. Das ist ganz unverkennbar die Arbeit von Musan. Ihn weiter oft auszufragen würde zu viel Aufmerksamkeit erregen, aber bei Angelegenheiten mit den Grimm-Totems haben wir etwas mehr Handlungsfreiheit. Vorwärts zum Sieg. Die Verschwörung der Grimm-Totems. Konntet ihr die Befehle ausfindig machen? Si, si, Senior. Krok überfliegt die Schachtpläne. Ich bin mir sicher, dass die Grimm-Totems einen Angriff auf die Menschen planen. Allerdings weiß ich nicht, was ihre Absichten uns gegenüber sind. Wir wussten nichts von diesen Plänen und bedauern deswegen nur den Verlust eines guten Mannes. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass wir nicht auch auf ihrer Liste sind. Für die Horde. Sucht Tabetha auf. Die Waffen, die ihr im Dorf der Schwarzhufe gefunden habt, wurden außer zu Übungszwecken noch nie im Kampf eingesetzt. Dies bedeutet, dass die Grimm-Totems, die für das Feuer im Gasthaus zur Süßen Ruh verantwortlich sind, noch immer auf freiem Fuß sind. Im Süden, im Herzen des Morasts, lebt die Hexe Tabetha. Sie ist zwar ein Mensch, doch in der Vergangenheit hat sie uns treue Dienste geleistet und einige unserer Magier ausgebildet. Bittet sie, euch beim Aufstöbern der Grimm-Totems zu helfen, die für den Überfall auf das Gasthaus verantwortlich sind. Die Allianz soll nicht auf den Gedanken kommen, dass wir etwas damit zu tun hätten. Vorwärts zum Sieg! Sucht dann wieder, es ist beides das gleiche. Ja, aber ich mache erstmal die Quest mit dem Hexenhügel da hinten. Der Hexenhügel ist auch ein Name, den ich wirklich ganz cool finde. Ist eine gewisse Unheimlichkeit, ja. Ich hätte übrigens gerade doch lieber einen unheimlicheren Soundtrack. Wie ist der? Was könnten wir denn noch für einen anderen Soundtrack nehmen? Teldrassil passt hier einfach nicht. Ich kann mal kurz gucken. Es gibt ja hier. Das ist Elvin, das ist auch falsch. Ja. Thunderbluff Soundtrack geht auch immer. Ich weiß gar nicht, warum die immer wechseln zwischen den Soundtracks. Ich meine, sie haben da solche guten Soundtracks parat, so atmosphärische Knaller. Und dann kommen sie auf die Idee, ab und zu immer diese lämmlichen Kriegstrommeln da anzuschmeißen, die ihr vorhin schon gehört habt. Ich finde das richtig, richtig ärgerlich. Und da frage ich mich dann immer, was soll das? Ja? Warum macht ihr eure eigene Stimmung kaputt, indem ihr dann einfach mal nur bumm, 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 bumm. Ja, das ist einfach nicht atmosphärisch. Keine Ahnung, es kann ja mal durchaus angebracht sein, diese Kriegstrommeln da ertönen zu lassen, aber das verfolgt einen in ganz Etherworth. Also wirklich. Wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Ja. Wobei ich jetzt gerade mich nicht erinnere, dass
dass ich das Ganze schon mal in Burning Crusade oder in Cataclysm WOTLK halt in einer der anderen Gegenden gehört hatte. Das ist eher so eine Klassikangelegenheit tatsächlich. Oh, das ist der Hexenhügel und hier findet man auch direkt Geister. Auferstandene Geweine. Oh, sexy. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Und wen haben wir denn hier? Einen Mensch. Hexenmeister. Der verlorene Bericht. Beim Durchsuchen der lockeren Erde wird die abgetrennte Hand eines Orks gefunden. Die Hand hält eine aus Knochen geschnitzte Röhre umklammert. Und in der Röhre befindet sich ein fleckiges Pergament. Das Pergament ist ein Bericht von einem Ork, der die Stadt Terramor über Wochen ausspionierte. Als ihr das Pergament überflogen habt, ist klar, dass es zum orkischen Spionagemeister in Brackenwall gebracht werden muss. Kann man hier erkennen, dass da eine Hand rausguckt? Na hier. Nee, das ist ja keine Hand. Warum liegt das? Ich dachte, die Hexe... keine Ahnung. Das ist ja nicht die Hexe, die uns freundlich gesinnt ist. Die ist ja hier. Der Sumpfauge Jarl. Oder Sumpfauge Jarl, keine Ahnung. Der Einsiedler des Hexenhügels. Seid ihr hergekommen, um mich auszuspionieren? Nein. Dann seid ihr vielleicht ein Liebhaber der guten Küche. Gut, ich kann eure Hilfe gebrauchen. Ich koche gerne. Gute Sumpfmannskost. Frittierte Grünfroschenschenkel und so. Aber ich habe keine Froschschenkel mehr. Im Irrlichtanwesen wimmelt es aber von Fröschen. Riesige Marschenfrösche. Meint ihr, ihr könnt ein paar von ihren Schenkeln besorgen? Das ist wirklich nicht viel Arbeit. Ihr müsst ihnen nur die Köpfe abhauen und mir die Schenkel bringen. Dann mache ich Eintopf und esse den Eintopf. Und ihr könnt auch Eintopf haben. Mögt ihr Eintopf? Absoluter Crap, aber egal. Was kann ich für euch tun? Was sucht den Hexenhügel heim? Ich bin hierher gereist, um Jarl in seinem neuen Zuhause zu besuchen. Aber seit meiner Ankunft nahm der Schrecken hier kein Ende. Hier stimmt etwas nicht. Überhaupt nicht. Ich kann nicht der Einzige sein, der diese Dinge sieht. Habt ihr die Geister und Leichname gesehen, die um den Hexenhügel umherstreifen? Wenn einer weiß, was hier vor sich geht, so befürchte ich, dass sie es sind. Haltet nach den auferstandenen Gebeinen und auferstandenen Geistern in der Umgebung Ausschau. Bekämpft sie und gewährt ihnen dadurch ihren verdienten Frieden. Verschafft euch so viele Informationen wie möglich von ihnen, bevor Jarl dem Bösen vollends verfällt. Der hat mir jetzt aber nicht einen bösen Eindruck gemacht, der Jarl. Der wollte halt einfach nur seine Froschschenkelchen. Sehe direkt vom Bösen zu sprechen und vom Verfallen, also hat er noch ein bisschen übertrieben. Komm, execute. Warum seid ihr hierher gekommen, Außenseiter? Ihr werdet nichts als Schmerzen finden. Unser Schicksal wird das eure sein. Okay, diese Frösche sind ziemlich gut getarnt. Die werden nämlich übrigens auch... Die haben keinen eigenen Gesundheitsbalken, deswegen kann man die schlecht erkennen. Die werden jetzt nicht von Tidy Plates oder so angezeigt, so wie hier bei den Geistern. Dann ist auch noch einer. Looten ist ein bisschen schwierig. Frösche tun mir fast ein bisschen leid. Die massakrieren wir ja wirklich massenhaft gerade. Das ist zu weit entfernt. Oh, da ist noch einer hier. Zack. Ich habe ganz. Okay. Ja. Was war das denn?
noch, aber das war nur eine Kröte. Nur eine Kröte, kein Marschenfrosch. Der droppt, der gibt dann entsprechend keinen Loot. Ich werde mich jetzt da hinten zum Ausloggen in Sicherheit bringen. Ich nehme jetzt nämlich erstmal nur zwei Folgen auf, oder ist noch ein Marschenfrosch? Ist noch einer. Natürlich mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau, ich habe ja schon im letzten Part oder im vorletzten Part geredet, dass ich demnächst irgendwann mal wieder einen Dungeon gehen möchte. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das der Fall sein wird, aber also nagelt mich nicht drauf fest, aber es wird in nächster Zeit auch definitiv einen Dungeon geben. Also das kann ich euch auch versprechen an dieser Stelle. Jetzt habe ich noch eben schnell die genügend Frösche eingesammelt. Liebe Leute, ich pausiere hier beim Irrlichtanwesen, hier beim Hexenhügel. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin, wie immer, ciao.